Hallo ihr Lieben, heute hatte ich wieder Lust was zu zeichnen und ich habe hier mein selbstgebasteltes Sketchbook draußen und weil ich nicht wusste, was ich zeichnen soll, dachte ich, wir machen mal einen Tag und zwar machen wir den, was ist in meiner Sporttasche Tag, also what's in my bag, nur für die Sporttasche. Und anstatt euch das zu zeigen und so, dachte ich, wir zeichnen einfach. So, das erste, was natürlich in meiner Tasche ist, sind Handtücher. Ich habe immer zwei Stück dabei. Eins zum Trainieren selber und eins, was ich, und wisst ihr was, wir zeichnen direkt mit einem Schwarzstift oder mit was Dunklerem, dann seht ihr das auch besser, hoffe ich. Also auf jeden Fall, ich habe immer zwei dabei, eins zum Trainieren selber an den Geräten, da legt man ja immer ein Handtuch unter und eins zum Duschen. Das nächste, was dann in meiner Sporttasche sind, sind auch die Turnschuhe. Muss ich kurz überlegen. Schuh. Ich habe momentan Puma Laufschuhe. Die werde ich aber bald ersetzen müssen. Die haben jetzt nicht ewig gehalten. Die gehen hinten relativ weit hoch. Die sind sehr bequem. Aber die waren nur günstig im Sale, entsprechend habe ich davon nicht. Dann habe ich in meiner Sporttasche immer Wechselkleidung drin. Also ich habe nicht die Sportkleidung drin, weil ich wohne 10 Minuten vom Fitnessstudio entfernt. Aber ich habe für hinterher Wechselkleidung drin, weil man will ja nicht wieder in die verschwitzten Sachen rein. Deute ich jetzt nur mal an. Wie gesagt, nur eine schnelle Skizze. An Sportskleidung habe ich momentan eine günstige günstige Hosen von Otto, einfach die günstigsten, die gab's, und aus dem Sale ein Puma und ein Adidas Oberteil. Die wechsle ich halt immer durch. Was habe ich noch in meiner Sporttasche? Ich habe in meiner Sporttasche natürlich eine Trinkflasche. Da gab es eine vom Fitnessstudio geschenkt. Ich habe aber auch eine von Yazio und ich habe noch eine mir gekauft, dass ich auch da durchwechseln kann. Ich habe in meiner Sporttasche immer drin mein Tablet und mein Handy, weil ich einfach liebe, wenn ich mein Cardio-Training mache, nebenher. Zum einen auf dem Handy die Werte im Blick zu haben, die Pulswerte und so, weil wenn ich auf den Geräten bin und dort das Tablet ablege, was ich nehme, um nebenher Videos zu schauen, sehe ich das auf dem Gerät nicht mehr und ich sehe es dort auch nicht so kontinuierlich, sondern nur, wenn ich die Pulsmessbereiche anfasse. Und
Wenn ich das aber meine Garmin-App öffne, sehe ich das auf dem Handy durchlaufend und auf dem Tablet schaue ich gerne Videos an. Und fürs Krafttraining, da mache ich ja momentan E-Gym, habe ich immer meinen kleinen MP3-Player mit drin. Habe ich mir extra einen neuen gekauft. Und da natürlich auch immer Kopfhörer. Weil man will ja nicht andere stören. Genau. So, das habe ich an Techniksachen drin. Was habe ich noch in meiner Sporttasche? Ich habe natürlich Duschzeug drin und Shampoo. Und ich habe daneben auch immer eine Dose von irgendeinem Haarpflegeprodukt drin. Weil ich einfach merke, dass das gut ist für meine Haare, wenn ich das benutze. Beim Duschbad nehme ich immer speziell Duschdass. Beim Shampoo bin ich flexibel, genauso bei der Haarpflege. Genau. Was habe ich sonst noch in meiner Sporttasche drin? Handtücher. Ich habe natürlich sowas wie meinen Geldbeutel mit drin, weil den habe ich immer mit. Das ist ein ganz schlichter schwarzer mit ein paar Zierbeeten. Ich habe natürlich auch immer meinen Schlüsselbund mit. Dann, was ich immer dabei haben muss, ist natürlich das Armband vom Studio. Und was ich immer dabei habe, ist auch mein Fitness-Trigger. Den habe ich aber nicht in der Tasche, den habe ich am Arm. So, das ist das, was ich momentan immer drin habe. Ich glaube, ich habe da jetzt auch nichts vergessen. Duschentraining, ja. Und was ich dann gern noch mithaben würde als Ergänzung sind so ein paar Eiweißriegel. Da habe ich allerdings noch keine bestellt. So wie halt ein Eiweißriegel aussieht. Genau, die kommen dann zusätzlich noch demnächst rein. Und das war es eigentlich mehr. Ist in meiner Sporttasche nicht drin. Genau. Dachte ich nur, weil ja viel interessiert, was die Leute so mitnehmen, und diese What's in my bag Tag wollte ich eh schon länger machen. Machen wir es auf die Art und Weise. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das auch noch für die Handtasche interessiert. Dann machen wir das gern noch ein zweites Mal. Ansonsten dachte ich, das ist vielleicht eine schnelle, schöne Idee. Ein schnelles Zeichenvideo, und es sind ja noch ein paar Skizzen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Hey ihr Lieben, ich noch mal ganz kleine Ergänzung. Ich habe natürlich was sehr Wichtiges vergessen.
Ich habe ja lange Haare, lange lockige Haare, die sich sehr leicht verfitzen, gerade beim Haarewaschen. Und deswegen habe ich natürlich in meiner Tasche auch noch eine Bürste drin. Ich habe mir extra noch mal eine Bürste gekauft für die Sporttasche, weil ich jemand bin, der gern überall, wo er eine braucht, eine liegen hat. Deswegen habe ich auch daheim mehrere. Und ja, das noch als kleine Ergänzung. Aber ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles. Deswegen wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!